Korallen. Achso. Was waren das jetzt? So, wir haben Post. Wenn du frisches Frühlingsgemüse hast, schick mir bitte Suki. Schick mir bitte welches, ja. Gute Neuigkeiten, wir sind bereit, unsere Kickstarter-Kampagne zu öffnen. Aber ohne dich können wir das nicht. Komm ins Museum vorbei, dann starten wir gemeinsam. Okay, jetzt machen wir alles. So. Dann müssen wir jetzt hier im Schnell noch alles durchgießen. Hier haben wir einen frischen, der wird geerntet. Nein, nicht verwenden. Gießen. Gießen und die müssen wir gießen. So. Wegen dem einen ist das Wasser leer. Echt? Oh mein Gott, was? So, das heißt, wir können Müll verarbeiten, Gießkanne können wir da lassen. Ja, das können wir reingeben. Obwohl, die könnten wir ja gleich wieder verarbeiten. Was, Glas muss ich auch anbieten? Nee. So. Das ist alles. Dann können wir reingeben. Und das können wir reingeben. Die nehmen wir mit zum Essen. Da haben wir einen. Obwohl, weißt du was? Den einen können wir eigentlich auch separat wo ansetzen. Obwohl, nee, ich habe die Gießkanne nicht dabei. So. Die Truhen hat der Schmied. Der hat heute geschlossen. Sprich, die Truhen können wir da lassen. Barren können wir da lassen. Da nehmen wir einen mit, den müssen wir drüben reingeben. Das kommt rein, das nehmen wir mit zum Essen. So. Das heißt, anbieten. Naja, schauen wir, ob wir das alles anbieten können. Warte mal ganz kurz. So, die Sachen sind noch nicht gegangen. Bei denen bin ich unsicher. Wir schauen mal. So, einmal hoch zum Seetempel, bitte. Hier, 5 Stück, 5 Stück. Hier brauchen wir auch 5 Stück. So. Die Krabbe, auch die Schirmqualle würde hier reingehören. Ja, aber die tun wir zuerst spenden. So, Schmied hat heute zu. Warte mal, ich gehe nach Hause und von da aus, dann haben wir nicht so einen weiten Weg. Und von da aus gehen wir jetzt. Das Meersalz ist noch nicht angeboten. Ach so, das gehört hier nicht rein, das gehört hier rein. Alles andere, okay. Die 5 Stück haben wir hier rein. So, dann haben wir was zum Spenden. Okay, von Bronzequalität haben wir noch nicht. Zu wenig Geld. Ich glaube, ich brauche 2000, ne, dass ich die Qualitäten von den Samen und so im Labor aufwerten kann. Okay. Hi Leute. Hey Ori, schön dich hier zu sehen. Wir warten alle, bis Gott da ist. Das ist eine wirklich schlechte Angewohnheit von ihm. Sehe sich das mal einer an. Alle sind da. Naja, fast alle.
Ich habe auch Lilly eingeladen. Sie meinte, sie wird mal schauen, aber dass es sehr unwahrscheinlich wäre, dass sie kommt. Schade, dass sie nicht hier ist. Aber was will man machen? Ich bin mir immer noch nicht sicher, warum ich hier bin und oder ob dieses... Wie hast du es genannt? Schlicksparre? Was? Kickstarter, Bürgermeister. Sagte ich doch, Schlicksparer. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Idee funktionieren wird. Du sagst, andere Leute werden uns Geld geben, um das Museum zu bauen. Aber warum sollten sich andere Leute für unser kleines Museum interessieren? Es ist doch so klein. Du unterstützt die Macht der Crowdfunding, Herr Bürgermeister. Es gibt tonnenweise erfolgreiche Kampagnen. Und diese hier wird eine davon sein. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich vertraue dir einfach. Daumen hoch. Man kann ihm doch trauen, nicht wahr? Ja, Bürgermeister, ich habe mir das alles persönlich angeschaut und recherchiert. Es sollte für uns relativ risikolos sein. Wir haben ohnehin bereits ein erweitertes Museum erreicht. Aber falls die Kampagne erfolgreich ist, können wir es noch besser machen, als der ursprüngliche Plan vorsieht. Wir haben ohnehin bereits ein... Hat sie schon gesagt? Wenn Millie... wenn diese Kampagne erfolgreich sein wird, gut, dann bleibt ihr nur noch eins. Zeit, diese Kampagne offiziell zu starten. Marcy, würdest du diesen wichtigen Moment bitte festhalten? Wird gemacht. Okay, alle zusammenrücken und 3, 2, 1, lächeln. Alles gut, los geht's. Na also, wir sind live. Jetzt müssen wir nur noch zurücklehnen, uns nur noch zurücklehnen, eine Woche lang warten und sehen, was wir haben. Vielen Dank für deine Hilfe, Ori. Das bedeutet aber nicht, dass du aufhören solltest, für das Museum zu spenden. Wir freuen uns über alles, was du für uns hast. Ja klar, natürlich. Bitte. Mach mal. So, wir hauen nämlich jetzt wieder... zwei Sachen rein. Hup, hup. Okay. Ja, und nun würde ich sagen, zu Hause haben wir nichts zu tun. Hey, warte mal. Magst du Blattsalat? Ja, dann bitteschön. Dann gehen wir runter ins Meer, oder? Mach mal unten noch ein bisschen was weiter. Sonst... Bronze haben wir noch nicht. Korallen heilen, warte auf die Kickstarter. Schenke Suki ein Frühlingsgemüse. Ha! Gehört der Salat dazu? Ich weiß es nicht. So, warte, das nehmen wir noch mit. Hier die Blumen nehmen wir mit. Das können wir alles noch mampfen, wenn es wirklich wäre. Können haben wir nix. Okay. Dann gehen wir rein. Und tauchen. So, wir machen hier hinten weiter. Du bist einer, der noch angeboten werden muss. Nehmen wir mit. Wunderbar. Dich nehmen wir auch mit. So. Jetzt haben wir wieder genug Energie, dass wir hier alles schön beseitigen können. So.
liegt hier hinten auch noch was. Ja, mitgenommen. So. Sehr schön. Aber uns fehlen trotzdem noch 2 Orbs. Da ist einer mal davon. Sehr schön. So, die Qualle, die kommt natürlich auch mit uns mit. Mangrovenqualle. Ah, die haben wir schon. So, hier runter machen wir es dann, wenn wir hier fertig sind, wenn wir wieder nach unten gehen. So, bam. Da ist er. Okay. Ja, der ist jetzt hier noch blockiert. So, jetzt müsste es hinhauen. Dann können wir da nach oben hoffentlich. Ja, weil haben wir Zeit zu essen. Sehr schön. Passt. Hier oben sind 2, okay. Einmal, den holen wir uns noch. So. So, wo ist er denn, der Schrein hier? Okay, ja, wir sehen es, dass er blockiert ist. Gleich, gleich. Ich nehme zuerst das auch noch alles mit. Na komm. Ach, sag bloß, hier kommt auch einer hin. So ein Rochen, dass wir hin und her schwimmen können, anscheinend schon. Okay, jetzt habe ich nicht mehr viel.
So, warte, ich schaue zuerst trotzdem mal hier hoch. Vielleicht kriegen wir von dem auch wieder was. Achso, dann muss ich ja zuerst wieder aufmachen. Okay. Der mit seiner Ausdauer. Da haben wir drei noch. So, viel ist es jetzt nicht mehr. Wir gehen jetzt einfach mal rein, der Hoffnung, dass wir da gleich mal den Orb finden. Da ist noch was. So. Ah, das ist der letzte. Mehr habe ich nicht mehr. Ah doch, da, die kann ich noch essen, das Pfeilchen. Sonst ist nichts mehr. Verdammt. Aber ich könnte mir, ja... Dings machen, oder? Warte mal. Hier. Dann haben wir nicht so einen Stress. So, okay. Wir aktivieren. Sehr schön, jetzt ist der dann auch frei. Vielleicht kriegen wir von dem wieder was. Reden. Du verstehst nicht, was gesagt wird. Ja, aber das ist ja... Ah, Geschenk annehmen. Eine verzierte Truhe. Danke für die verzierte Truhe. Ich hätte mir was zu essen gewünscht. Okay, ja, ich lasse das jetzt hier erstmal. Die Korallen sind geheilt. Wir gehen jetzt hier runter wieder. Und da nehmen wir halt alles mit am Weg wieder. So, ich
sehe nichts. Okay, warte, wir essen das. Und das. Und dann war es das. Wird schwierig, jetzt alles zu mitnehmen. Ja, Ausdauer schreit schon wieder. So, das essen wir. Da ist halt sonst nicht wirklich was. Okay, können wir das erstmal noch stehen lassen? Das heißt, jetzt hier rüber, da ist nämlich schon wieder einer. Okay. Haben wir hier eventuell auch irgendwas zu essen? Ja, aber nicht viel. Da ist noch eins. Okay. Den nehmen wir mit. So. Ah, ich mag das nicht, wenn da so viel liegen bleibt. Ich arbeite mich von oben runter. Was sich ausgeht, geht sich aus. Wenn sich nicht alles ausgeht, ja, Hammer. Für morgen dann noch was. Oder für übermorgen, je nachdem, wann wir weitermachen. Also sobald die Spitzhacke fertig ist, würde ich tatsächlich die Sense reingeben. Wenn es vom Geld her halt passt. So. So, warte, den können wir noch essen. Und den können wir noch essen. Und dann haben wir nichts mehr. So, mitgenommen. So, okay, wir belassen es erstmal bei dem, was wir haben. War ja eh schon wieder eine Menge, was wir geschafft haben. Also von dem her dürfen wir eh nicht quengelig sein. So. Marci, haben nichts dabei für dich. Okay. Gespendet. Den müssen wir anbieten. Okay, dann husch mal schnell hoch, bieten wir den noch schnell an. Ozean. So. Passt. Jetzt würde ich trotzdem gerne oh je. Warte, ich muss da einen herstellen, dass wir den noch schnell essen können. Ja, der ist jetzt weg, ist klar. Ah. So, da haben wir jetzt sogar wieder einen gekriegt.
Okay, haben wir eh nichts dabei, dass wir irgendwas schenken könnten? Ein Schwalbenschwanz, den haben wir schon. So, hier ist aber jetzt noch nicht aufgegangen oder so. Nee. Das war hier, ne? Überraschend flauschig, den haben wir schon gehabt. Das war doch hier, oder? Das, was gesegnet wurde. Ah, er macht schon wieder da seine Bühne. Aber ich komme da noch nicht hin. Boah, das sieht so gut aus, aber ich kann... Es ist... Es geht noch nicht. Ich kann das alles noch nicht mitnehmen. Es ist noch ein bisschen zu teuer. Ich habe leider das Geld dafür nicht. Okay, ab nach Hause. Die Sachen kann man natürlich mitnehmen. Ja, ist neu. Oder? Ja. Hat farbenprächtige Stacheln. Okay, minus 9. So, passt schon. Gut, gut, gut. Das heißt, den dürfen wir nicht hergeben. Oh, da bräuchte ich fast einen zweiten. Okay. Dann haben wir alles rein hier in die Truhe. Wasabi, schau mal, die können rein, die können rein. Der ist drinnen, so. Passt, den Hammer. Dann Glas. So, und in Müll. Ist drinnen und hier kann man wieder machen. So. Passt. Rein, rein, rein. Ich bin unsicher, ob ich die jetzt drüben drinnen habe. Ja, ich hau trotzdem noch 5 dazu. Passt. Die Truhen holen wir uns jetzt raus. Sonst haben wir nichts. Das kann rein. Sonst haben wir eh keine Truhen. Okay. Die müssen wir dann morgen mitnehmen. So, wir haben es 18 Uhr. Der Schmied hat heute generell zu. Das Labor hat auch schon geschlossen. Können wir uns irgendwas herstellen? Warte mal. Wir könnten ja ein bisschen was hier schon machen. Vielleicht ein bisschen dekorieren. Holzpfade. Machen wir mal 50 Stück. So, könnte man ja ein bisschen was schon machen hier. So. Hätten wir einen schönen Zaun eventuell? Na, ich weiß nicht. Der Zaun, der ist so wuchtig, aber sonst haben wir nichts, ne? Doch den hier. Wie sieht denn der aus?
Warte, ich mach mal 20 Stück. Ja, könnte man lassen. Könnte man lassen. Erstmal. Nicht auf Dauer. Erstmal. Das war Blödsinn, hätte ich nicht gebraucht. Hätte ich nicht gebraucht. So. Kann ich verkaufen? Brauche ich nicht. So, und dann fahren wir hier natürlich noch komplett raus. Okay. Dann haben wir das hier erstmal und schön mal ein bisschen schick gemacht, ne? Passt. Hier können wir gerade im Moment gar nichts machen. Die Liste habe ich mir eh schon ausgedruckt. Jetzt muss ich dann die mir nur noch zur Seite legen, dass ich weiß, wo ich was brauche. Aber zurzeit spielt das Geld noch nicht wirklich mit. Das heißt, es muss eh langsamer gehen. Aber es sieht nicht schlecht aus. Kann man lassen. Okay, mit dem beenden wir erstmal heute die Folge. Ich sage Dankeschön, eine gute Nacht und wir sehen uns dann morgen wieder.